Das DAV-Kletter- und Boulderzentrum in Münchenthal-Kirchen ist mit über 600 Routen die derzeit größte Kletteranlage in Europa. Hier kann man bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit trainieren. Auch für Leute, die das Klettern erst entdecken wollen, gibt es viele Möglichkeiten. Ja, direkt reizen, also Klettern war noch nie so ganz mein Ding, aber als Kind hatte ich eine Erfahrung, war mal irgendwo im Steinbruch hängen geblieben und seitdem habe ich eine absolute Höhenangst. Traue mich gerade mal auf den 5-Meter-Turm rauf im Schwimmbad und ja, die Anne hat mir das mal vorgeschlagen, probier's mal mit Bouldern, Höhenangst überwinden und ja, jetzt muss ich sagen, jetzt reizt mich dann doch auch die ganze Atmosphäre. Bouldern, also das Klettern in Absprunghöhe, eignet sich perfekt für Anfänger. Bevor es in die Vertikale geht, heißt es jedoch erst einmal einbinden. Unbedingt an den Partnercheck denken. Profis klettern immer im Vorstieg. Kletterer sollten nicht nur ihren Bizeps und ihre Fingerkraft trainieren. Beinkraft, Balance und Körperspannung sind genauso wichtig. Nach dem Erreichen der oberen Umlenkung geht es nur noch abwärts. Inzwischen hat Andi seine erste Route geschafft. Wow, wow, man ist plötzlich ganz oben. Dann habe ich natürlich erstmal ein bisschen Angst gehabt, aber die Anne ist auf Zug gegangen und ich habe dann das Vertrauen gekriegt und habe mich dann einfach voll reingehängt in den Sitz und dann beim Ablassen, Anne hat alles voll im Griff. Echt cool. Ich glaube, dass man die Höhenangst überwinden kann, wenn man öfter herkommt. Wer jetzt Lust aufs Klettern bekommen hat, sollte sich alle Details von einem erfahrenen Kletterer erklären lassen. Viel Spaß!